Das Reich des dunklen Prinzen. Slaanesh's Reich ist das kleinste aller infernalischen Regionen, denn er ist der jüngste der Chaosgötter und seine Macht wird von der seiner Brüder überschattet. Es ist kein Zufall, dass eine schmale Landenge Slaanesh's Domäne vom restlichen Reich des Chaos trennt. Die Macht des dunklen Prinzen ist nur ein Bruchteil der anderen Chaosgötter und er nutzt jeden möglichen Vorteil, inklusive den seiner defensiven Position. Das Reich des dunklen Prinzen ist in 6 verschiedene Domänen unterteilt, angeordnet in konzentrischen Ringen um Slaanesh's Palast der Freuden. Slaanesh's Domäne wird von den sterblichen Seelen üblicherweise als Paradies wahrgenommen, aber nichts ist so, wie es scheint. Jedes Gebiet wurde um eine der 6 tödlichen Versuchungen Slaanesh's geformt. Begierde, Völlerei, Sinnlichkeit, Vorherrschaft, Prahlerei und Trägheit. Diese Ringe sind nicht nur eine unaufhörliche Feier von Slaanesh's Bedürfnissen und Wünschen, sondern auch seine Hauptverteidigung. Ein Eindringling muss zunächst alle 6 Ringe passieren, bevor er das Herz von Slaanesh's Domäne erreicht. Ein Willensakt, den nur wenige Seelen überstehen können, egal ob sterblich oder dämonisch. Während man sich von Ring zu Ring bewegt, wird das Verlangen, sich der Versuchung hinzugeben, immer überwältigender. Wenn Sterbliche die Freuden in Slaanesh's Reich erst gekostet haben, können sie nicht mehr davon ablassen. Durch Exzesse genötigt, denken sie nicht mehr an die Konsequenzen, sondern nur an die Befriedigung, die der Genuss bringt. Meist erkennen sie diese Falle viel zu spät, doch das kümmert Slaanesh nicht, der das Stöhnen der Ekstase und die Schreie des Schreckens gleichfalls befriedigend empfindet, solange sie tiefe Empfindungen widerspiegeln. Der Ring der Begierde bildet die äußerste Grenze von Slaanesh's Domäne. Die Verlockungen innerhalb seiner Grenzen sollen die Gier des Eindringlings ansprechen. Hier gibt es Gold in Form von Barren und Münzen jenseits jeder Vorstellung. Wundervolle Edelsteine sind tief in jede Wand eingelassen und vergoldete Statuen flankieren jeden Weg. Alle, die diesen Reichtum an sich nehmen wollen, sind verdammt. Die Edelsteine beherbergen dämonische Brutlinge, die sich unter die Haut bohren, um ihr Opfer vom Inneren heraus aufzufressen, nachdem dieses die gestohlenen Gegenstände als Trophäen angelegt hat. Eine von Slaanesh's Statuen zu berühren heißt, sich ihnen anzuschließen. Das Bewusstsein zur Unsterblichkeit verdammt, doch für alle Zeit gefangen in einem unbeweglichen Körper. Sollte die Gier nicht verführerisch genug sein, so folgt im nächsten Ring die Völlerei. Opulente Bankette, Flüsse aus Wein und eine einzige Kostprobe verwandelt den Eindringling in einen aufgeblähten Dümmling, dessen einziges Verlangen das Fressen ist, bis sein gequälter Körper unter der Belastung nachgibt. Hinter dem Ring der Völlerei liegt der der Sinnlichkeit. Ein zügelloser Ort, an dem alle Arten der fleischlichen Lust gekostet werden können. Geschmeidige Jungfern wandeln über die grünen Felder, deren Gesichter und Körper scheinbar dem tiefsten Verlangen des Herzens entsprungen sind. Doch einer solchen Kreatur zu vertrauen, ist die größte aller Dummheiten. Denn unter dem äußerlichen, wunderschönen Glanz befinden sich Scherenhände und Schlangenzähne und die Kreaturen besitzen einen besonderen Appetit auf fleischliche Gelüste einer ganz anderen Art. Nach Betreten des nächsten Ringes wird der Reisende von einer gröhlenden Menge empfangen, denn dies ist der Ring der Vorherrschaft, wo Eindringlinge mit der Macht und all ihren Gebräuchen versucht werden. Armeen, so groß in ihrer Zahl, dass sie die Ebenen schwärzen, warten auf die Kriegerischen, während die politisch Gesinnten mit Nationen und Menschen verleitet werden, über die sie herrschen können. Für jeden Reisenden mit einem Verlangen nach persönlicher Macht ist dies eine Zeit lang eine Art von Paradies, ein Ort, an dem jeder Wink befolgt und jeder Befehl ausgeführt wird. Wer aber in diesem Ring verbleibt, wird von Paranoia ergriffen, da er hinter jedem Lächeln einen Dolch und Gift in jedem Kelch sieht. Die jubelnde Menge wird zu einem quälenden und unausweichlichen Gift. Der Ring der Prahlerei ist ein Garten,
seine unzähligen Pfade voller bezaubernder Blumen und dorniger Büsche. Hier flüstern unsichtbare Stimmen von vergangenem Ruhm, von großen und kleinen Erfolgen. Am tödlichsten sind dabei die Erinnerungen an die bezwungenen Ringe und das unbeachtete Verlangen. Mit jedem Schritt führt der Stolz im Herzen des Eindringlings ihn weiter ab vom Weg, zieht ihn tiefer und tiefer in den erstickenden Untergrund. Dort fällt er schnell den zerrenden Dornensträuchern und Wurzeln zum Opfer, während singende Dornenkinder des Gartens jeden seiner Feder zu einer höhnischen Grabinschrift verweben. Der letzte und gefährlichste Ring ist der der Trägheit. Eine ruhige Domäne mit himmlischen Chören und parfümierten Seen. Alles in diesem Ring, ob Wurzel und Ast oder Stock und Stein, existiert nur, um die Sinne zu vernebeln. Ein einziger Strom des ambrosialen Wassers kann den Sterblichen seiner Bestimmung und seines Willens berauben. Hier zu schlafen bedeutet nie wieder zu erwachen. Der einsame und ebene Sand, welcher unter den Füßen knirscht, besteht aus den ausgedörrten Hüllen jener, die der Ebene erlagen, und die ätherischen Stimmen sind ihre gequälten Seelen. Wird dieser letzte und heimtückischste aller Ringe durchquert, kann der Reisende schließlich zum Machtsitz Slaanesh vordringen. Slaanesh besitzt keine Festung als solche. Mehr einen luxuriösen Palast, in dem seine dämonischen Anhänger zu Ehren ihres Meisters Hof halten. Dieses schimmernde Schloss reflektiert die Träume und Albträume der Sterblichen wie kein anderer Ort es könnte. In seinen Hallen finden Exzesse aller Art statt und seine fleischigen Wände pulsieren im Rhythmus aus dem Inneren. Die ausschweifenden Gelage finden in 6 Hallen statt, jede eine höhlenartige Kammer, die einer der 6 tödlichen Verlockungen Slaanesh verschrieben ist. Diese weltlichen Sünden werden in einem solch unvorstellbaren Ausmaß praktiziert, dass das Empfinden der Teilnehmer von Genuss in Qualen übergeht, die so schrecklich sind, dass nur ein wahrer Anhänger Slaanesh sie genießen kann. Der Prinz des Chaos, Slaanesh, ist der Herr der grausamen Leidenschaften, verborgenen Laster und schrecklichen Verlockungen. Von allen dunklen Göttern ist Slaanesh alleine von göttlicher Schönheit. Langgliedrig und elegant, von verfluchter zweigeschlechtlicher Schönheit. Einem Sterblichen ist es unmöglich, das göttliche Gesicht zu betrachten, ohne seine Seele zu verlieren. Alle, die Slaanesh Antlitz betrachten, werden auf den leichtesten winken zu seinem Sklaven. Slaanesh kann nach freiem Willen weibliche, männliche oder mehrgeschlechtliche Gestalt annehmen, obwohl er sich meist als junger Mann manifestiert, von makelloser Gestalt und in der Blüte seiner Jugend. Er ist so verführerisch, wie es nur ein Unsterblicher zu sein vermag, entwaffnet in seiner Unschuld und verführerisch in seinem Auftreten. Weitläufig bekannt als Herr der Freuden hat sich Slaanesh dem Streben nach Ausschweifung verschrieben, dem Ablegen jedweden schicklichen Verhaltens. Sinnliche Freuden aller Art, Musik und Gesellschaft faszinieren Slaanesh und er fühlt sich zu Sterblichen hingezogen, die von körperlicher Schönheit und Liebreiz besessen sind. Im Gegensatz zu den anderen Chaosgöttern scheut Slaanesh keine Mühen, wenn er um die Zuneigung der Sterblichen buhlt, damit er ihre Seelen in seinem Netz aus Exzessen fesseln kann. Deshalb ist sein Palast der Freuden nicht nur eine Heimstätte für Dämonen und verlorene Seelen. Er geht auch auf jene Sterbliche ein, die er verleiten will. Der dunkle Prinz ist ein Meister der verborgenen Träume, die im korrumpierbaren Verstand der Sterblichen in seinem Reich schlummern. Tatsächlich haben sich viele auf der Suche nach Beistand an Slaanesh gewandt und der dunkle Prinz feiert sowohl ihre Verehrung als auch ihre Schwäche. Wo Tsinj eine Welt voller Gelegenheiten sieht, nimmt Slaanesh die Welt der Sterblichen als ergiebige Quelle für neue Spielzeuge wahr. Die anderen Götter fühlen sich von Slaanesh in gleichem Maße angezogen und abgestoßen. Nirgends zeigt sich dies deutlicher als in den Kelchen, die Slaanesh seinen Brüdern einst darbot. Betört von Slaanesh Kunst akzeptierten Nurgle und Tsinj den Kelch der Veränderung und Lügen,
stolz der Aufmerksamkeit des dunklen Prinzen würdig zu sein. Korn hingegen ließ seine zornige Natur nicht von der sonderbaren Anziehung Slanes beeinflussen. Er zerschlug den Kelch des Krieges mit seinem mächtigen Hieb, der das Gefäß in 1000 Scherben zerspringen ließ. Doch noch während die Scherben zu Boden fielen, fühlte er sich gezwungen, die Bruchstücke wieder aufzusammeln. Viele Tage und Nächte arbeitete Korn daran, den Kelch wieder zusammenzusetzen. Doch als seine Arbeit beendet war, stieg Wut in ihm auf und er zerschmetterte den Kelch aufs Neue. Seit jener Zeit hat der Blutgott den Kelch unzählige Male zerschlagen und wieder repariert. Unfähig, die Scherben liegen zu lassen und zu stolz, um das Geschenk des dunklen Prinzen anzunehmen. Obwohl Korn der einzige Gott ist mit einer offenen Abneigung gegen Slaanesh, fühlen sich sowohl Nurgle als auch Tsinch in seiner Anwesenheit unwohl. Das liegt zum Teil daran, dass alle Chaosgötter Slaanesh Drang nach Exzess verkörpern. Korn in seinem Zorn, Tsinch in seinen Plänen und Nurgle in seiner Liebe zur Pestilenz. Tief in der Psyche eines jeden von Slaanesh Brüdern lauert der Verdacht, dass der Einfluss des dunklen Prinzen immer mehr an Macht gewinnt und Slaanesh sie womöglich eines Tages alle in den Schatten stellen könnte.